Ich wünsche euch einen schönen Tag und es freut mich, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Handelt sich heute um eine Art FHQ über mich, beziehungsweise der Max vom Gartenkanal hat 5 Fragen beantwortet und hat die dann auch weiter an die andere Gartenkanäle versendet, damit die halt auch diese Fragen beantworten. Er wollte einfach dafür sorgen, dass die Garten-YouTuber einfach mehr von sich preisgeben und damit halt auch ihr, die Zuschauer, so einen kleinen Überblick bzw. Einblick habt, um welche Personen es sich eigentlich handelt, von denen ihr halt die Videos anschaut, welche Motivationen, Inspirationen, Hintergründe haben wir, warum wir das alles hier machen. Ich wurde vom Lars vom Projekt Schrebergarten nominiert. Dafür vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du mich in deinem Video erwähnt hast. Du bist sowieso eine Inspiration für mich. Ich schaue mir gerne deine Videos an. Ich kann ihn auch nur sehr empfehlen, um mal bei ihm reinzuschalten. Ich möchte jetzt nicht einfach lange fackeln, sondern gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Dabei habe ich mir jetzt nicht viel aufgeschrieben bzw. mir ein Skript vorbereitet. Ich tue sie jetzt einfach spontan mit den ersten Worten und Gedanken, die mir zu der Frage einfallen, einfach beantworten. Und die erste Frage ist eigentlich ganz normal: Wer bin ich? Bzw. ich soll mich einfach im Allgemeinen vorstellen. Mein Name ist Christian Frank. Ich bin 22 Jahre jung, habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe mir aber dem nicht so viel Spaß gemacht, weil ich nicht 8 Stunden lang im Büro sitzen wollte, sondern was anderes machen wollte, in der Natur, in der Sonne, in der frischen Luft einfach sein. Also ich bin sehr naturverbunden und ich merke auch, wie gut es meiner Gesundheit tut, wie ruhig und entspannt es einfach ist, wenn Vögel singen, die Natur, die Bäume, die frischen Obst und Gemüse, wenn man daran riecht. Es ist einfach herrlich, wenn man sich so einen eigenen Garten Eden sozusagen selbst aufbaut und ihn lebt und nicht nur zum Beispiel in der Bibel liest als Beispiel. Nebenbei mache ich auch ganz viel Tai Chi bzw. Kung Fu, weil ich auch hier die Lebensweise der Chinesen bzw. der Shaolin-Mönche sehr respektiere. Sie sind sehr diszipliniert und für mich war es auch die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich am Anfang April zum sozusagen Tai Chi angefangen habe und sozusagen mein Fable auch dafür gefunden habe. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als 1 bis 2 Stunden Tai Chi zu machen, bewegte Meditation, so im Allgemeinen zu meditieren und den Moment einfach zu genießen. Das hat auch für mich zusätzlich zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Und nebenbei lese ich auch sehr viel, erweitere gerne meinen Horizont. Ich bin nicht nur fixiert aufs Tai Chi, aufs Gärtner, auf die Permakultur, sondern ich interessiere mich eigentlich auch für alle möglichen Sachen, zum Beispiel unser Geldsystem, für verschiedene Sprachen, Kulturen, auch sogenannte Verschwörungstheorien. Ich höre mir einfach gerne die Leute an, was sie halt reden und erweitere so meinen Horizont, damit ich halt auch verschiedene Sichtweisen von dieser Welt habe, weil so entsteht erst Toleranz, so entsteht erst Liebe und so kann halt auch nicht Hass, der hier in der ganzen Welt zu finden ist, erst entstehen, weil man sich halt auch in die andere Person mit einfinden kann. Warum gärtnerst du oder was ist überhaupt deine Motivation dahinter? Das habe ich ja schon in der ersten Frage zu meiner Vorstellung auch erwähnt, dass ich halt gerne draußen in der frischen Luft bin, in der Natur. Es ist einfach ruhig und entspannt. Man kann schön seine Seele baumeln lassen. Und ich bin auch der Meinung, dass man so viele chronische Krankheiten, die auch stressbedingt sind, eigentlich so erfolgreich behandeln kann, wenn man jetzt nicht immer fixiert auf 10 Stunden im stickigen Büro in der Stadt, wo man nur von einem Punkt zum anderen gehetzt wird, eigentlich super bewältigen könnte, wenn man halt einfach hier zum Beispiel 4-5 Stunden einfach im Garten irgendwas macht. Das ist halt auch ein Grund, warum ich halt Gärtner, aber der eigentliche Hauptgrund war, weil ich in den Semesterferien mich entschieden habe, nicht
Ja, irgendwie wie meine Kommilitonen, Werkstudent zu sein und in einer großen Firma irgendwie dann 2.000 € zu verdienen, weil das natürlich auch steuerfrei ist, ist natürlich auch eine nette Sache, dass man halt mit dem Geld auch etwas anfangen kann. Aber ich habe mich vor 2 Jahren dazu entschieden, den regionalen Urproduzenten bei mir zu unterstützen auf freiwilliger Basis. Er hat halt wirklich hier alles ohne große Maschinen bewerkstelligt. Wir haben da den ganzen Sommer gehackt, geerntet, alles mit der Hand. Er hat mir auch das Hacken beigebracht, hat mir auch viele verschiedene Sachen zu den Kulturen gezeigt und für mich war es das Schönste, was ich je gemacht habe. Also ich bin sowas von dankbar, dass er mich aufgenommen hat und auch gesagt hat, wenn du irgendwas kaputt hackst oder irgendwas kaputt machst, ist nicht schlimm, lerne einfach weiter draus und mach weiter. Und er ist so ein herzensguter Mensch, ich helfe ihm immer noch sehr gerne und dafür, dass ich von ihm kein Geld bekommen habe, sondern das wertvolle Obst und Gemüse, wo ich weiß, das macht mich gesund, das macht mich glücklich. Ich weiß, ja, wer es sozusagen gepflegt hat, woher es kommt, das war für mich das Schönste, was es je in meinem Leben eigentlich passiert ist. Und dann, als ich das Fachpraktikum angefangen habe ich auch wieder, das war dann für mich der Anstoß, nee, du musst Gärtner werden. Mach deine eigene Permakultur. Du musst einfach draußen in der Natur sein. Du lebst gerne im Dorf, in der Natur, nicht in der Stadt. Das ist nicht deine Welt. Und da habe ich mich entschieden, das Studium mache ich nicht weiter, sondern ich möchte Gärtner werden. Möchte einfach hier die ganzen Probleme mit, ja, die ganzen Klimakatastrophen, Erosion, Überschwemmungen, diese Naturkatastrophen oder auch die ganzen Chemiekeule möchte ich einfach effektiv mit der Permakultur entgegensetzen, aber nicht so, dass ich meckere und mit dem Finger auf andere Leute zeige, sondern dass ich aktiv sage, hey, ich bin der Wandel, mit mir verändert sich die Welt, ich stecke andere Leute an und wir machen konstruktiv etwas gemeinsam, ohne uns gegenseitig wegen irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Religion, Ernährung oder sonstigen Idealismus zu bekämpfen. Sagen wir, wir ziehen alle an einem Strang, versuchen uns gegenseitig zu akzeptieren und respektieren, denn nur gemeinsam können wir diese Welt ins Positive verändern. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, warum ich gerne Gärtner. Nächste Frage ist, warum ich überhaupt diese Gartenvideos mache. Einerseits, weil es mir halt einen Heiden Spaß macht, da lerne ich auch sozusagen besser, denn es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt, glaube ich, qui docent dicent, also wer lehrt, der lernt. Und für mich ist es einfach nochmal zusätzlich eine, ja, die Sachen, die ich mir zum Beispiel in Büchern und von anderen Videos anschaue und lese und dann nochmal selbst das im Garten anwende und noch dazu noch Videos mache, das festigt sozusagen nochmal das alles in meinem Hippocampus, weil ich das nicht nur lese, sondern das auch nochmal mit meinen handwerklichen, ja, Begabungen bzw. handwerklichen Tätigkeiten nochmal mit verknüpfe und dann nochmal das frei erzähle mit meinen eigenen Gedanken sozusagen, das nochmal Revue passieren lasse. Und das verknüpft sich sozusagen nochmal in einem Kurzzeitgedächtnis, wie gesagt, im Hippocampus. Und das kommt dann alles nochmal ins Langzeithirn hinein, also den präfrontalen Kortex zum Beispiel. Und da lerne ich halt nochmal zusätzlich die Sachen. Außerdem macht es mir auch immer eine Freude, wenn andere Leute sozusagen nochmal was dazulernen, irgendwas in ihrem eigenen Garten nochmal bauen können oder ich ihnen halt nochmal unterstützen kann oder ich sie sogar als Inspiration diene, etwas weiteres zu machen. Und ja, ein weiterer Grund, warum ich auch diese Gartenvideos mache, ist, dass ich halt natürlich davon leben möchte, mir meine Selbstständigkeit aufbauen will. Und das ist sozusagen für mich nochmal ein kleines Sprachrohr, um auf mich aufmerksam zu machen, eventuell auch Unterstützungen zu finden, zu erlangen, weil alleine ist es halt ein bisschen schwer, seine Träume und Ziele zu verwirklichen, beziehungsweise auch für meine Ansicht nach auch für Liebe und Harmonie zu sorgen. Und da brauche ich halt einfach wunderbare, tatkräftige Unterstützung. Das ist auch ein Grund, warum ich auch diese Videos mache. Die vierte Frage ist eine ganz besondere Frage, weil ich auch noch Rohveganer bin. Und die Frage lautet, was würdest du in Deutschland anbauen, wenn es möglich ist? Oh, mein Gott. Also, ich würde da ganz schön vieles anbauen. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur auf eine Sache beschränken würde, dann würde ich mir wahrscheinlich für die König der Früchte beziehungsweise für die Stinkfrucht entscheiden und das ist die Durian. Ganz klar die Durian. Weil
für mich gibt es irgendwie nichts Schöneres. Es ist für mich so wie Weihnachten und Ostern zusammen. Diese Frucht, die schmeckt so aromatisch, so cremig, so herrlich. Und manche Leute sagen, die stinkt halt höllisch. Für mich ist es einfach ein aromatischer Genuss, ein Gaumenschmaus. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine Durian zwischen die Finger bzw. zwischen die Zähne bekomme. Das ist wirklich ein wunderbarer Baum. Und sonst würde ich mir auch noch sehr viele subtropische Bäume anpflanzen, wie zum Beispiel Papaya oder Mangos oder Kokosnüsse, wie ich sie hier gesehen habe, oder Palmen, die wachsen hier einfach in den Vorgärten, oder 1,50 Meter große Aloe Vera Sträucher, wo ich mir dachte, ja, leckerlicher Arsch, meine Aloe Vera Pflanze ist gerade mal so eine kleine Kübelpflanze, und hier wachsen die im Vorgärten und werden riesengroß. Und dann gibt's auch hier nur so kuriose Pflanzen, so melonenartige Früchte, so ein Baum, der melonenartige Früchte hat. Einfach nur hier herrlich, was hier für wunderbare Sachen pflanzen. Und ja, ich würde eigentlich jegliche tropische Pflanze, die wunderbar schmeckt, saftig und wasserhaltig ist, würde ich auch gerne in Deutschland anbauen. Also jede saftige Frucht, die mir schmeckt, einfach her damit. Egal, ob man die in Deutschland anbauen kann oder in Brasilien, in den Tropen, in der Sahara, würde ich alles anbauen. Die letzte Frage ist eher an euch so ein bisschen gerichtet und die lautet, was wollte ich bzw. euch schon immer sagen, was ich noch nicht getan habe. Und das ist jetzt so ganz spontan, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, weil ich dann doch sehr direkt bin. Auch habe ich das in den letzten Videos auch gesagt, warum ich zur Permakultur halt das gekommen bin. Und ja, was ich meinen Zuschauern schon immer sagen wollte, ist: Vielen Dank, dass du einschaltest. Vielen Dank, dass ich dir eventuell ein Lächeln in den Tag gebracht habe. Freude einfach. Und vielen Dank, dass du überhaupt einschaltest und mir sozusagen einen Anlass gibst, dass ich hier weiter diese Videos mache und diese wunderbare Welt sozusagen erkunde. Also ich bin ich, weil ihr mir auch zuschaut, weil ihr mir die Energie spendet. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Hochachtungsvoll verneige ich mich vor euch. Und ihr seid alle wunderbare Menschen, ganz auf eure Art. Das waren die 5 Fragen, die ich vom Max vom Gartenkanal beantwortet habe. Ich finde solche FAQs immer wieder mal so eine nette Sache. So lernt man sich einfach kennen und ihr bekommt auch einen kleinen Einblick von mir. Und so eine kleine YouTuber-Sache ist halt auch immer wieder eine schöne Sache. Also solche Gartenkanal-Aktionen, da freue ich mich immer wieder, wenn ich mitmachen darf. Also solche Aktionen sind echt was Wunderbares. Also vielen Dank dafür, lieber Max, dass du sowas in die Welt hier eingeführt hast. So gesehen kann ich dann auch noch sagen, ich bin halt ein relativ junger Kanal, das soll so eine Art Kettenbrief sein, dann sollte ich halt wieder 5 weitere nominieren, aber ich denke mal, die Leute, die ich halt auch anschaue und verfolge, wurden schon bereits nominiert, daher richte ich es vielleicht euch an, meine Zuschauer, dass ihr vielleicht einige der Antworten selbst für euch beantwortet und sie dann unten in die Kommentare schreibt. Oder auch eventuell Fragen ergänzt, was euch jetzt gerade so auf der Zunge oder im Herzen liegt. In diesem Sinne würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, einen Kommentar hinterlassen würdet oder es auch auf Social Media Kanäle zum Beispiel teilt. Also das ganze Übliche, um einfach sozusagen meinen Kanal ein bisschen weiter in die Welt hinaus zu befördern, damit halt immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und sich halt hier auch sozusagen meine Zukunft auch mit drauf aufbauen kann. Und ich freue mich immer wieder, wenn neue Leute dazu stoßen können. Und ich freue mich einfach, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns hier in der nächsten Episode oder in dem nächsten Video. Vielen Dank und habt eine erholsame und schöne Zeit. Ciao. Himmlische blaue Wolken, oben fliegt ein Geier, da kommt
Noch mehr Wolken, Berge, Bäume, wohin das Auge reicht und schicke Häuser.